Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal, lieber Fisch. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Orakel. Diesmal für das Wochenende 15. bis 11. Nee, 15. bis 17.11.24. Was ist los? Was ist hier dein Potenzial? Was zeigt sich? Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Wenn du den Fisch im Sonnen-, Mond-, Aszendenten oder der Venus hast, bist du hier genau richtig. Auch wenn du für ein Gegenüber schaust, heiße ich dich willkommen. Und diese Videos, liebe Leute, sind in der Regel nicht besonders lang. Das heißt, hier würde ich dir auch wirklich empfehlen, mal den Komponenten Mondzeichen wie auch Aszendenten wirklich mal abzuchecken und zu gucken. Wenn du die Sonne im Fisch und den Mond im Krebs hast, dass du dir vielleicht auch mal das Krebsvideo anschaust und da einfach mal für dich so ein paar Infos rausziehst, weil gerade Mondzeichen ist hier, ja, ist sehr präsent, was deine Gefühle angeht. Das heißt, das, was im Außen in deinem Ego sich verankert, was du wahrnimmst, ist nicht unbedingt das, was du auch innerlich fühlst. Ja, also einfach mal mitgegeben. Ich werde dir alle meine Kartendecks unterhalb des Videos verlinken und dann würde ich sagen, geht's direkt los mit dem Orakel der sieben Energien. Da haben wir direkt die Wochenendenergie, Öffnung. Hier öffnet sich etwas, das ist doch schon mal gut. Das Good Karma Tarot, bitte eine Hauptenergie plus drei Tagesenergien, Freitag, Samstag und Sonntag für Fische. Eine Hauptenergie fürs Wochenende hier zu der Orakelkarte der Öffnung, der Page der Schwerter. Außerdem die Wochenendbotschaften Freitag, Samstag und Sonntag. Vielen Dank. Wir machen weiter mit dem Florales Lenormand. Diese Karten klären hier die Tagesimpulse. Und da haben wir hier auch Karte Nummer 1, 2 und 3. Und dann soll es auch hier schon direkt losgehen. So, ich mische das mal ganz kurz hier zusammen. Dann können wir uns nämlich die Kärtchen gleich hier einmal so nehmen. Und wir starten mit der Orakelkarte und der ersten Tarot-Energie. Öffnung Nummer 28 limitiert sich zur Nummer 10. Die 10 entspricht dem Rad des Schicksals, also einem Wendepunkt in deinem Leben. Ein Wendepunkt in deinem Leben, der im wahrsten Sinne schicksalhaft herbeigeführt wird. Es geht darum, hier etwas oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, sogar ein Gefühl als solches loszulassen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, liebe Leute, ich musste mal ganz kurz hier ein bisschen channeln. ich habe so ein bisschen den Eindruck, ne, weil das ist hier ganz toll gezeichnet, es öffnet. Es könnte auch so, diese Karte könnte auch den Turm präsentieren tatsächlich. Ja, wenn du dir das mal ein bisschen genauer ansiehst, ne, die Frau öffnet sich in diversen Sphären, an der Brust, im Bauch, an der Stirn, unterhalb, am Unterkörper. Ne, also hier geschieht Öffnung. Diese Öffnung geschieht aber durch Helligkeit, durch Licht. Das heißt, Licht darf durchströmen. Hier darf etwas zusammenbrechen. Ein negatives Gefühl, vielleicht wirklich ein Groll. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere wirklich ein Groll in sich, ein Gefühl der Negativität. Etwas, wo man wirklich sagt, ich will es hinter mir lassen, ich will es gehen lassen. Ich möchte nicht mehr, dass diese Energie Teil meiner Seele ist. Der Page der Schwerter könnte dich animieren, das zu tun. Der Page der Schwerter ist eine Idee, ein Gedanke, ein Impuls. Hintergrund dazu bitte, der Mond. Wow, hier könnte eine Angst, etwas, was du lange versteckt hast, könnte getriggert werden. Ich habe hier eine Transformation drin. Ich kriege den in eine Transformation rein. In dir darf sich etwas transformieren. Ein Gefühl des Mangels, der Verlust, der Versagensangst. Ne? Eine Angst, an der du lange festgehalten hast. Vielleicht auch die Angst, nicht dazuzugehören. Oder die Angst, nicht gut genug zu sein. Immer für Leistung, Anerkennung zu bekommen. Sowas kriege ich gerade rein. Und dieses Gefühl, es könnte sein, dass du ein Buch liest, einen Podcast hörst, ein YouTube-Video schaust. Etwas oder jemand wird dir hier diese Erleuchtung schenken.
diese Erleuchtung bezogen auf eine Angst, auf diesen Mondmoment, so nenne ich es jetzt mal. Okay, wir machen mal weiter mit Freitag. Da haben wir das Ass der Stäbe. Das ist die Chance, hier wirklich zu sagen, ja, volle Kraft voraus, volle Energie voraus. Dazu haben wir die zwei der Schwerter. Ne? Man war hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit warst du gebremst aufgrund negativer Glaubenssätze, aufgrund Idealvorstellungen, wie etwas zu sein, zu funktionieren, vielleicht sogar auszusehen hat. Daraus brichst du. Du brichst aus. Du stürmst quasi dieses Fundament in dir. Die Dame ist gefallen. Es bezieht sich auf dich. Du bekommst wieder Energie. Du bekommst Power. Du bekommst Kraft. Du bekommst hier einen Impuls gesetzt, lieber Fisch, wo man jetzt sagt, okay, es geht hier in die richtige Richtung. Es geht in Richtung Befreiung. Du befreist dich von etwas, einer, ich kriege wirklich hier so einen Glaubenssatz rein, etwas, was dich immer gehemmt hat in der Vergangenheit. Samstag haben wir die Gerechtigkeit, klärt sich hier mit den vier der Kelche. Okay, ich habe das Gefühl, du hast in der Vergangenheit möglicherweise auch Dinge nicht angenommen, nicht akzeptiert, vielleicht auch dich auf Beziehungen, auf Gefühle nicht eingelassen, weil du hier karmisch etwas ausgleichen durftest. Du hattest vielleicht einen ganz bestimmten Typ Mensch, den du nur an dich herangelassen hast. Bestimmte Umfelder, vielleicht hast du dich auch beruflich nur auf bestimmte Bereiche eingelassen, die dir dann, ja, die dich irgendwo limitiert haben. Hier gibt es aber Gerechtigkeit. Bei dem einen oder anderen kann es aber auch wirklich ein Gerichtsverfahren sein, was jetzt zu deinen Gunsten ausfällt. Die Mäuse, die Nummer nagt an dir. Sie nagt an dir, sie bereitet dir Sorge. Aber hier kommt Gerechtigkeit, keine Sorge, du musst keine Angst mehr haben. Hier wird etwas aufgelöst. Eine Stagnation, auch auf emotionaler Ebene, wird gelöst, wird befreit. Das ist hier, wow, das ist wirklich eine absolute Transformationslegung, die wir hier sehen. Ganz, ganz stark. Sonntag, Abschluss des Wochenendes, da haben wir den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen klärt sich mit den Zehn der Kelche, hatten wir sehr oft. Also bei vielen geht es an diesem Wochenende um Familie, um Gefühl, um Beziehungen zu dir wie auch zu anderen. Und mit dem Ritter der Münzen nimmt hier etwas Gestalt an. Eine Beziehung, das Thema Spiritualität zeigt sich hier, die Nummer 7. Die 7 ist die Karte des Wagens in der großen Arkana und der Wagen steht für Fokussierung. Bleib fokussiert, deine Spiritualität wird dich voranbringen und dir dann am Ende dein Glück in Sachen Beziehung, in Sachen Familie, aber auch in der Liebe bescheren. Okay, also hier geht es um Durchhaltevermögen und dieses Durchhaltevermögen wird dir mit Hilfe von Spiritualität gegeben. Wenn du dieses Orakel aktivieren möchtest, lieber Fisch, dann würde ich sagen, kommentier doch einfach mal mit, ja, mit was wollen wir denn mal kommentieren? Ich überlege gerade, die Sonne hatte ich gerade schon beim Skorpion, meine ich. Kommentier mir doch einfach mal ein gelbes Herz. Das Gelb steht für Licht, das Herz für die Liebe und beides hatten wir in dieser Legung. Ein gelbes Herz, ein Emoji, sonst natürlich auch deiner Wahl. Alles, was für Licht, für Befreiung, für Liebe und Hoffnung steht. Und in diesem Sinne, lieber Fisch, ich bedanke mich für dein Sein, für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Deine, eure Janina. Ciao.